So, hey Leute, jetzt sind wir nochmal beim Bell. Das ist, glaube ich, mein kleiner Liebling, auch wenn der Capri besser implementiert ist erstmal. Allerdings hat der Bell halt, wie erwähnt, noch so einige Lücken in der Umsetzung. Ja, vom Modell angefangen, vom Flugverhalten angefangen, was zum Teil wirklich vollkommen falsch ist. Ich meine, nicht falsch verstehen, der macht Spaß, er ist auch kostenlos, aber wir wollen ja realistisch fliegen. Vor allen Dingen fällt das auf, wenn man zum Beispiel den Bell schon im X-Plane 11 hat. Kann ich dann auch nochmal drauf eingehen? Was wir uns heute mal anschauen, ist eine kleine Mod, die so ein paar kleinere Fehler behebt, zumindest bevor jetzt das nächste Update kommt. Den Mod werde ich natürlich verlinken. Ja, der heißt irgendwie Bell 407 Improvement Mod. Der behebt zum Beispiel, dass man jetzt mit dem Torque über die 80% kommt. Der Rotor wird langsamer. Der macht so ein paar Sachen am Flugverhalten, an der Engine. Der Entwickler erwähnt natürlich, dass immer noch eine ganze Menge offen ist. Also es ist jetzt kein Riesenmod. Aber es ist schon mal ein kleiner Schritt in die Richtung. Was man natürlich weiterhin nicht machen kann, ist den Bell. Also selbst wenn man es will, man kann das Ding einfach nicht kaputt machen, zerstören. Wie gesagt, ich zeige das da mal in X-Plane, wie sich das Ding eigentlich verhält und wie schnell man das Ding wirklich kaputt machen kann. Sonst haben wir die Kiste erstmal wieder hochgefahren. Ich will ja gar nicht so lange verweilen. Ich will euch ja das mit dem Torque zeigen, zum Beispiel. Deshalb werden wir mal losmachen. Was hier auffällt, ist halt, dass die Pedale ein bisschen empfindlicher sind. Ansonsten ist halt weiterhin noch ein wirklich sehr einsteigerfreundlicher Helikopter hier, auch beim langsamen Fliegen. Also diese Umsetzung hier von Asobo, Nimitz, wie die immer heißen. Wenn das so bleibt, kann ich nur hoffen, da kommt nochmal ein wirklich professionelles Modell für ein bisschen Geld. Und leider gibt es immer noch keinen Force Trim, muss ich so sagen. Sierra Charlie Victor Hotel Traffic MMA1 taking off runway 21 straight out departure. So war natürlich wieder mal klassisch die falsche Richtung, aber es wurscht. Ich mache jetzt auch nicht lange, wir kommen auch gleich zu der Stelle, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Dazu gehe ich mal in die Instrumentenansicht, um das besser, damit ihr es besser seht. So, ich gebe jetzt voll kollektiv. Ja, ihr seht, Torque geht rüber. Unsere Drehzahl vom Rotor und der Engine geht runter. Ja, zumindest ist das schon mal jetzt ein bisschen realistischer als vorher. Ja, in der normalen Implementierung kann man halt kollektiv voll geben. Das bleibt auf 80 stehen, da passiert nichts. Also ein kleiner Schritt vorwärts. Und jedem, der hier ein bisschen realistischer fliegen möchte, kann ich die kleine Mod nur ans Herz legen. Allerdings in so einer frühen Phase ja beim nächsten Update von Microsoft Flugsimulator nicht vergessen, die vielleicht mal wieder wegzulöschen. Erstmal. Ansonsten halt noch zum Thema Maschine kaputt machen. Machen wir nochmal den kleinen Rückblick ins alte X-Plane 11. Da habe ich auch den Bell 407 und der ist dort viel realistischer umgesetzt. Auch realistisches Hoververhalten. Lastverhalten, also zum Beispiel beim Hover nach hinten links ziehen. Natürlich auch viel detailreicher, ja, und das Ding kostete Geld, also nicht vergessen. Fairerweise sei mal angemerkt, dass dieser Anbieter bis heute nicht geschafft hat, wie die alte X-Plane 11 eine Vulkan-Implementierung anzubieten. Aber zurück zum Thema, hier könnt ihr mal schauen, wie sich der Helikopter quasi in X-Plane verhält. Die Responsiveness ist eine komplett andere, ja, kollektiv hoch, runter, immer voll in die Volllast. Und irgendwann habe ich ihn übersteuert, also zerstört. Jetzt heißt es dann Autorotationslandung. Ja, habe ich so halb mitgekriegt. Ich glaube, das schneide ich lieber raus. Ich war schon lange nicht mehr in X-Plane. Steuerung ist doch ein bisschen sensitiver und anders. Ansonsten, ich hoffe, hat euch so ein bisschen geholfen zu verstehen, wenn ich meine, da fehlt noch einiges an unserem Bell 407 im Flugsimulator. Und trotzdem ist es ein gutes Teil, was wir bekommen haben für free.
Bis dahin, zum nächsten Video. Ciao, ciao.